Präsident, ich hoffe, ich bringe die Rede ohne Zähneklappern zu Ende. Es ist wirklich frisch hier im Saal. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Präsident, ich möchte für die CDU-CSU zuerst auch den vielen engagierten hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kitas danken, den Schulen, den Hochschulen, allen Bildungseinrichtungen. Sie leisten eine beispiellose Arbeit, die unsere Anerkennung, unseren Dank und unseren Beifall verdient. Und diese Gruppe verdient auch Respekt, auch die vielen Ehrenamtlichen in den Flüchtlingsinitiativen. Er verdient übrigens auch den Respekt dieses Hauses. Und ich bin ein bisschen betroffen, weil alles, was der Bundesregierung und was den Regierungsfraktionen zu dem Thema einfällt, beruht auf Trittbrettfahren. Sie haben keine eigenen Initiativen und Aktionen gestartet. Sie sagen wir und meinen die anderen. Meine Damen und Herren, Sie überlassen alle Arbeit den anderen, geben schlaue Ratschläge von außen, machen Ankündigungen, Versprechen und bieten nichts. Ihr Antrag ist eine Ansammlung von Worthülsen, eine Zumutung für alle engagierten Helferinnen und Helfer in den Kommunen, die Kommunalpolitiker, die nicht mehr wissen, wie sie die Flüchtlinge unterbringen sollen, die nicht mehr wissen, wie sie die Energiekosten auch bezahlen sollen. Wir sind betroffen davon, dass mit so einem Stückwerk hier aufgeschlagen wird. Unser Land kann viel und steht zusammen. Das ist gut so, dass wir den ukrainischen Flüchtlingen in einer schwierigen Situation Chancen geben. Aber wer ist wir? Die Länder, die Kommunen. Der Bund, Fehlanzeige, gute Worte statt Taten, leere Worte statt volle Unterstützung. Wir beraten einen Schauantrag aus dem Mai 2022, in dem es in Wahrheit ja darum geht, die fehlende und konsequente militärische Unterstützung für die Ukraine hinter Worthülsen zu verbergen. Ein klassisches Ablenkungsmanöver. Tut mir leid. Ein Spiegelgefecht, hinter dem verborgen werden soll, wie spät und wie zögerlich die Regierung handelt, wie unvollständig sie handelt, wie lückenhaft die militärische Unterstützung Deutschlands bis heute ist. Unser erstes Ziel ist und muss bleiben, dass die Ukraine nicht untergeht in diesem ungleichen Kampf. Da darf es auf Ihrer Seite gerne noch ein bisschen mehr sein. Sie schmücken sich in dem Antrag ungeniert mit fremden Federn. Sie belasten andere von der Europäischen Union über die Länder bis zu den Kommunen. In den Kommunen findet alles statt, was wichtig ist in diesem Bereich. In meiner Stadt in Schwäbisch Gmünd wurden im September 232 ukrainische Kinder neu eingeschult. Sie treffen jetzt auf Mitschüler, die die Corona-Folgen noch nicht weggesteckt haben. Und Sie, die Bundesregierung, die Bildungsministerin, was macht sie? Das Programm Aufholen nach Corona läuft in 2 Wochen aus. Das Startchancenprogramm, ja, wo ist es denn? Andere sollen für Sie die Kohlen aus dem Feuer holen. Sie wollen, das hatte Herr Haider auch gerade gesagt, intensiv schauen und dann irgendwas bekannt machen, was andere machen. Das Ministerium ist nicht mal erwähnt als möglicher Träger von Aktivitäten und Aufgaben. Die Ministerin auch hier auf Tauchstation. Schön, dass Sie da sind, Frau Ministerin. Ich freue mich darüber. Ohne Ideen eine wirklich schwache Leistung. Also ich kann nur sagen, wir haben auch Probleme mit den Drittstaatlern, die aus der Ukraine, aus den ukrainischen Universitäten nach Deutschland gekommen sind, die nach wie vor große Probleme haben. Es wäre schön, heute dazu was zu hören. Die Engagierten vor Ort haben mehr verdient als ihre Nebelkerzen. Wo ist das Unterstützungsprogramm und die Perspektive für die Kommunen, die sich alle Mühe geben, die humanitären Flüchtlinge die Verpflichtungen zu erfüllen, die keinen Wohnraum jetzt mehr haben? Ja, wir wollen Bildung und Chancen für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen, damit keine verlorene Generation heranwächst. Wir sehen die umfassende Verantwortung des Bundes, aber wir sehen von Ihnen PR, Selbstlob und das große Weihrauchfass, das Inhalte ersetzt und finanzielle Hilfen. Wir werden Ihren Antrag ablehnen. Danke.